Moin aus Ostfriesland. Wir sind ja hier mittlerweile eingereist, ne? Und haben ja unterwegs Fred abgeholt. Den können wir euch aber jetzt gerade in diesem Moment noch nicht zeigen. Der stand bis gestern neben uns auf dem Stellplatz. Aber wo jetzt, ist er? Wo ist er? Wo ist er hin? Wurde er gestohlen? Zum TÜV. Im Juli wäre eh TÜV fällig gewesen und dann haben wir gesagt, wir machen es, bevor wir nach Schweden fahren. Dann ist er jetzt bei unserem Lieblings-Mercedes-Werkstatt in Norddeich. Ja, Durchsicht. Genau. TÜVen, den holen wir morgen wieder ab. Nächste Woche geht Fredo denn dahin. Ja, aber das ist alles die geplanten Termine. Es ist noch nichts Neues dazu gekommen. Ja, und jetzt hier in Ostfriesland ankommen, fällt gar nicht so leicht. Nee. Wir sind dieses Stationäre nicht gewohnt. Genau. Dann noch so viele Termine. Ja, und unvorhergesehene Sachen. Wasserschaden im Lager, Leute. Ja. Wir gehen rein. Wir haben den Bulli geholt. Nee, das war, ich wollte was für Fred holen. Stimmt, beim Bulli holen noch gar nicht. Nein, ich wollte Matratzenschoner. So, Matratzenschoner, genau. Ja. Für Fred. Und dann sagt mein Engelchen, sag mal, wieso ist der Teppich denn so braun vor unserem schönen Bett? Unserem schönen Bett. Tagesbett. Klötternass. Ach du Scheiße. Mhm. Aber wirklich nur in der Kante vom Bett. Nur hätte ich nicht an der Stelle was gesucht, hätten wir das überhaupt nicht gesehen. Nein, ne? Überhaupt. Man roch nichts, es war augenscheinlich. Nee. So, klötternass, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Was machen wir? Gut, den Tag haben wir jetzt dann nichts mehr gemacht, aber dann waren wir gestern früh gleich hin zum Lager, haben mal die Ecke freigeräumt, das Bett ist komplett von unten aufgequollen, das musste heute, da war ich beim Wertstoffhof, das wurde entsorgt. Genau. Eine Kommode hat auch das Holz leider komplett aufgesaugt und das war auf 3x2 Meter, also 6 Quadratmeter. Komplett nasses Fundament, komplett nasse Estrichlage. Ja. Grund ist, das ist ein älteres Haus und die hatten, haben wir erfahren, seit Oktober gibt es hier immer wieder Regen, 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 also nur nass in Ostfriesland. Und vor einer Weile war richtig, richtig stark Regenereignisse, wo dann hinter dem Haus wirklich 3-4 Tage ein Teich war. Mhm, Wasserstand. So, die alten Häuser haben keine Rollschicht, keine Sperrschicht gemauert. Dann ist das schön ins Fundament gesickert. In das Mauerwerk und von dort aus in den Estrich gezogen. Und vom Estrich in den Teppich und von Teppich in ins Bett. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind sehr froh, dass wir es gefunden haben. Ja. Also das war wirklich Zufall. Genau, und das so ist der Schaden sehr gering. Eine Kommode und ein schönes Bett. Und ja, das habe ich heute Morgen mit dem Schwägerchen, mit Tanjas Bruder, haben wir zum Wertstoffhof gefahren mit seinem Transporter. Und ja, ist alles entsorgt. Jetzt kann das in Ruhe abtrocknen. Da kannst du halt auch nicht viel machen bei so alten Häusern in Ostfriesland. Lange Sicht wird Michael wahrscheinlich mal aufschachten und Drainage reinlegen, damit, wenn der nächste Starkregen kommt, das vielleicht ein bisschen besser abläuft. Genau. Aber auch da großer Schock in der ersten Sekunde, wo ich dachte, oh nee, das brauche ich ja gar nicht mehr. Ja, weil wir nicht wussten, als wir noch die Ursache noch nicht kannten. Ja, und ich bin sowieso immer gerne, nicht gerne terminlich so gebunden. Mhm. Ich muss hierher, weil das muss erledigt werden. Hier eine Durchsicht, da eine Inspektion. Fredo, neue Frontscheibe, sonst wären wir allang schon wieder unterwegs. Und das spannt mich schon immer an. Und dann noch sowas. Gar keinen Bock drauf, jetzt auch noch das Lager auszuräumen. Aber im Nachhinein waren es ein paar Stunden Arbeit. Und hat sogar Spaß gemacht. Ja. Und man hat nochmal schon Sachen wieder Sachen Lager entsorgt, wo man sagt, ach, die hätten wir schon beim Umzug entsorgen können. Ja, nochmal ein bisschen sinnvoller hingestellt. Ja, genau. Das ist sowieso, das haben wir festgestellt, beim Gang durch das Lager. Also im Nachhinein, man weiß es ja in der Situation nicht. Man meint ja, man muss ein paar Sachen aufheben. Aber da ist so viel drin, wo ich heute sagen würde, was sollen wir damit, ne? Ja. Keine Ahnung. Aber jetzt steht es da, jetzt kann es bleiben, dann können wir es auch aussortieren, wenn wir das Lager mal irgendwann auflösen, oder? Natürlich. Ja. Und so ein paar Sachen. Warte, ich drehe mal zu dir. So ein paar Sachen, wo man danach hineinmerkt, ja, wirst du wahrscheinlich eh nie wieder brauchen. Und dann trennt man sich doch, weil man jetzt leichter loslassen kann als direkt nach der Hausauflösung. Viel leichter. Und ja, so kriegen wir unsere Zeit hier rum. Heute Nachmittag können wir es uns schön chillig machen. Richtig. Bulli ist am Start. Der parkt hier immer daneben uns. Wir stehen, bis gestern standen wir hier mit 3 Campern. Ja, die Wohnmobile um uns rum, die. Ich glaube, wir haben einen Dachschaden. Was ist mit denen los? Aber wir haben ja auch einen Dachschaden. Haben wir ja auch. Wir sind ja Lustige mit einem Dachschaden. Und Richtig. Wir haben den Fred, der hat ja ein sehr schönes Energiekonzept. Mhm.
Und trotzdem haben wir uns noch was für ihn bestellt. Also es ist sowieso die Zeit tatsächlich, immer wenn wir hier sind in Deutschland oder kurz vorher, fangen wir an, ganz viele Sachen zu bestellen, weil es hier mit dem Empfang am allereinfachsten geht. Also wir hassen das unterwegs. Paketempfang machen wir gar nicht. Nee. Dann verzichten wir lieber ganz auf die Sachen. Einmal in Tarifa, 2 Wochen gewartet. Ja, seitdem machen wir das gar nicht mehr, weil uns das festnagelt und wir merken, wir sind nicht gern festgenagelt. Aber jetzt haben wir 1000 Sachen bestellt und diese Sache für Fred wollten wir eigentlich erst auspacken, wenn Fred dann auch hier steht, um das gleich da dann einzuräumen. Aber jetzt wollen wir es jetzt auspacken, weil wir haben erstens nichts zu tun und zweitens sind wir sehr neugierig, ne? Ja, wir wollen endlich Unboxing machen. Genau, machen wir jetzt. Wir nehmen euch mal mit. Ihr könnt es schon von außen sehen, es ist eine Lithium-Batterie. Es ist eine Power Station. Genau. Dann wollen wir mal gucken, wa? Hersteller All Powers. Ich glaube, wir müssen auch hier sagen, Werbung wegen Markennennung, aber Gott, ihr wisst, sonst machen wir das ja auch. Ausführlich. Oh, Unboxing mag ich ja, ne? Schaut mal. Oh, Clean Your Warranty. Ja, Clean Your Warranty. Ich mache jetzt mal hier die Tür zu, bevor wir hier gleich Hunde aufsammeln dürfen. Ne? Geh mal schlafen, Lulu, bitte. Geh schlafen. Bevor Lina gleich auf Kalle springt, dann haben wir den Salat. Ich liebe Unboxing. Schade, dass es kein... Ihr wisst das noch, ne? Als wir die neue GoPro gekauft haben, musste ich ein Unboxing drehen. Oh, brauche ich das noch? Ja, wer weiß. Das ist ja cool. Das ist cool. Oh, ich liebe das. Und wie klein sie ist. Oh ja, die ist kleiner als gedacht. Und sie hat Riffel. Also, der Plan ist, dass wir die vorne vor den Beifahrersitz stellen und da festgurten. Weil dann kann ich nämlich auch, ich habe so kurze Beine und der Sitz ist ziemlich hoch, dann kann ich meine Füße da drauf stellen. Das geht schon mal auf, der Plan. By the way, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Wir werden sie wahrscheinlich nie brauchen. Nein, also wofür wir die brauchen, woran Rico jetzt noch gar nicht denkt, ist, dass wir jetzt im Vario nicht solche Sachen haben wie im Sprinter, dass du dein Handy mal eben vorne ansteckst oder so. Das heißt, du hast damit auch eine Möglichkeit, im Fahrerhaus während der Fahrt dein Handy zu laden und so. Deswegen glaube ich schon, dass ja, wir die gut. öfter mal benutzen. Ja, das kann sein. Also wir finden es halt gut, die noch zusätzlich zu haben, weil wir mit Induktion kochen und noch nicht genau wissen, wie lange unsere Batterien dafür reichen. Ja, wir haben jetzt nicht gekocht, aber die 3 Tage, wo er hier stand, alle Kühlschränke an, Licht andauernd, Starlink durchgelaufen und die Batterie war nie unter 99%. Genau, deswegen denken wir seit gestern, dass wir diese Box vielleicht gar nicht brauchen. Vielleicht etwas überdimensioniert uns. Also es ist keine Jackery und keine Echo Flow. Wir wollten uns tatsächlich schon mal eine Echo Flow kaufen, als wir unsere Reise gestartet haben. Ne? Ja. Haben damals in Spanien geguckt, da war sie uns zu teuer und dann sind wir immer drüber weggekommen. Und jetzt bin ich gerade echt begeistert. Das Maß ist ja wohl der Hit. Also zumindest von Maß, ja. Von der Funktion, das müssen wir wie gesagt noch testen. Ich weiß nicht, ist die Echo Flow fester? Nee, ne? Nein. Weiß ich gar nicht. Wenn es gut ist, dann machen wir noch mal ein extra Video. Wenn das Ding nicht gut ist, machen wir kein extra Video. Dann sagen wir euch nur, dass es scheiße ist. Genau. Genau. Aber jetzt freuen wir uns erstmal, das auszuprobieren. Ja, das ist cool. Juhu. Gut. Dann schließen wir an das Ding. Jawohl. Rico hat seine neue Herrenhandtasche gefunden in dem Karton. Kalle, hör mal auf. Da ist das Ladekabel drin, wenn du 12-Volt Autosteckdose. Ja, da müssen wir sowieso noch mal gucken. Rico hatte auf der Überführung mit Fred das Navi in die 12-Volt-Dose gesteckt, aber das kriegt hier irgendwie gar keinen Strom. Ne? Da müssen wir mal schauen, ob das am Navi Das lag. Navi nicht, nee. Der Stecker leuchtet, aber das Navi lädt nicht. Ja. Mal gucken, guck mal. Wenn das funktioniert. Mit schöner Überhaube. Wofür das denn? Ja, das ist ja cool. Ja, aber dann kommst du nicht mehr an die Anschlüsse ran. Das ist ja nur, wenn du sie wegstellst. Ach so, ja gut. Macht Sinn. Das hätten wir, also wenn das taugt, wir hätten das echt schon machen sollen. Bevor Fredo nämlich seine Lithium-Batterien gekriegt hat, war das manchmal schon knapp, ne? Was waren das nochmal für Batterien vorher? AGM. Genau, mit den 2 AGM-Batterien, die man maximal zu 50% entleeren darf, war das immer ganz schön knapp. Eigentlich haben wir das jetzt viel zu spät angeschafft. Ja, und jetzt werden wir es wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Ja, aber schaden kann es ja auch nicht. Schadet auch nichts. Haben ist besser als brauchen. Und wir wissen auch nicht, wie viel das Induktionskochen tatsächlich verbraucht. Die Füße, da musst du nichts anbauen oder anklicken. Die klappst du einfach ab. Ja, das ist cool. Ja, das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Das haben die aber, glaube ich, ziemlich alle. Das ist ja geil. Ich weiß auch gar nicht, ob diese ganzen Firmen überhaupt selber diese Solarpaneele machen oder ob die auch zukaufen, weil das sah jetzt genauso aus wie bei Echo Flow, fand ich, auch von der Hülle. Ja, da wird es wie bei vielen Sachen einen Hersteller geben, der die brandet.
Ja, wahrscheinlich. Und dann kaufen die einfach zu. Ja. Weil die Tasche kam mir jetzt sehr bekannt vor. Wir haben uns auch für diese entschieden, weil sie halt billiger ist als die anderen zwei Marken. Ja, natürlich. Mal gucken, ob sie taugt. Natürlich. Gut. Also grundsätzlich hat die technische Daten, die einen umhauen. Ja, aber ob das wirklich stimmt, bleibt abzuwarten, ne? Ja, aber die Anschlüsse sieht man ja schon. Ja, gut, aber wir gucken mal, ob die... Wir schauen mal. Ja. Theoretisch können wir auch dann da die Kaffeemaschine dran festmachen, dann kann sie während der Fahrt Kaffee machen. Ja. Wie so ein Trucker. Kannst du machen. Weil das ist ja ein Truck jetzt. Das ist ein LKW, jawohl. Jetzt rennt Herr Walewski bei jedem veränderten Sonnenstand schnell hin und guckt. 150 Watt. 150? Ja. Gerade waren es 80, jetzt 150. Hey, jetzt ist die Sonne ganz draußen. Jetzt ist sie noch mehr draußen. 178 jetzt. Mit 178? Mit das noch ein bisschen krass. Mehr Sonne. Ja. Ja, das haut schon hin. Im Ansatz gar nicht schlecht, aber trotzdem waren es zwei, drei Pässe. Ja, geh mal hopp. Geh mal hopp. Rico geht jetzt mal Betten bauen für heute, ne? Ja, und während Rico die Betten gemacht hat, habe ich gerade noch kurz die Hunde gelüftet. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Irgendwie sind das komische Tage. Viele Sachen erledigt und fühlt sich danach immer an, als hätte man nichts getan. Ganz, ganz merkwürdig. Aber für heute ist schon wieder Feierabend. Morgen sind dann als erstes die Hunde dran. Die gehen zum Hundefriseur. Noch im Bett. Rico wird gerade verhauen. Den kann ich euch aber nicht mehr filmen, der hat nicht mehr so viel an. Doch, kannst du ja. Kann ich? Oh ja, doch. Ja, gut, geht. Ja, nicht nackig. Das stimmt. Auf jeden Fall boxen die beiden da hinten nochmal. Und Kalle weiß noch nicht, dass er morgen baden geht. Morgen musst du baden. Duschen. Bei Herr Rotti. Genau, bei Herrn Rotter. Duschen und vielleicht ein bisschen föhnen. Ja, und wer das noch gar nicht wissen darf, ist Lulu, weil die ist am schlimmsten dran. Die sieht nämlich aus wie so ein Wischmopp, falls ihr das die letzten Tage mal irgendwo bemerkt habt. Ihr werdet sie feiern, dann sieht sie wieder aus wie ein Welpen. Ja, es wird echt Zeit, weil wir haben das, wo haben wir das zuletzt gemacht? Welches Land? Hilf mir mit dem Spanien. Land. Spanien. In Spanien. Ja, stimmt, auf in Spanien. Tollen, ja. Abseits gelegenen, oh, wo war das denn noch? Ja, ich weiß auch nicht, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall. Also, Südspanien. Ist schon eine Weile her, Südspanien. Ja. Dann war das irgendwie im März. Wird Zeit. Also, sagt mal gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, Jungs. Die sind bekloppt. Good morning, peoples. Bulli fahren. Ich sitze übrigens hinten neuerdings, weil wir haben hier zwischen kein Hundegitter. Und wir wollen nicht, dass die aneinander geraten. Ich liebe Bullifahren. Ja, wir lieben alle Bullifahren. Obwohl Kalle nicht ganz so, aber er hat sich auch wieder dran gewöhnt. Ist das nicht ein schöner Bulli? Ja, im Moment ist er ein bisschen chaotisch hier mit Kram drin. Ja. Ja, jetzt geht's zum Hundefriseur. Wir müssen mal gucken, dass sie mal wieder einen coolen Look kriegen. Rico war ja gestern, Hunde sind heute dran. Und dann müssen wir noch ein paar Erledigungen machen, solange die da sind, ne? Ja. Und dann können wir heute Nachmittag Fred wieder abholen. Und mal anfangen mit Putzen und so. Yay! Yay! Ich habe ein bisschen Angst vorm Umzug. Meine Frau hat schon mit mir geschimpft. Ja, ich habe gesagt, Freitag ziehen wir ja um. Und dann hat er gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich da schon drin schlafen will. Es ist ja auch eine Umstellung, ne? Und für Veränderungen sind für Herrn Walewski auch immer ein bisschen schwierig. Für mich sind sie sehr schwierig. Selbstpositive ist es für mich eine dolle Herausforderung, wenn Fredo da steht, dass ich dann nicht in Fredo schlafen soll. Ja, das stimmt. Gut, aber wir werden sehen, wie alles läuft. Ihr seid dabei. So, zwei Hunde sind noch beim Friseur. Einer sitzt verstört im Auto und weiß nicht, was er getan hat auf einmal. Wir wollten euch nur zeigen, kurz, weil wir hier gerade sind, dass der Wasserschaden im Lager... Da ist die Feuchte... Gut vor sich hin trocknet. Ja, das ist echt krass. Ja. Es kam von außen. Ja. In die Rollschicht. Genau, und hier stand halt unser Tagesbett und ein paar Kommoden, die haben wir jetzt woanders hingestellt. Ja, das Tagesbett das ist Müll. Das haben wir zum Recyclinghof, hätte ich was gebracht, zur Entsorgung gebracht. Ja. Aha. Schade. Ja. Aber das trocknet. Läuft alles. Und dann können die Fahrräder da wieder drauf oder was weiß ich. Genau, da braucht doch gar nichts mehr hin. Jetzt fahren wir zum Hundefriseur, die Mädels wieder abholen. Obwohl, vorher könnten wir noch kurz beim Baumarkt anhalten. Beim Baumarkt? Ja. Hier seht ihr mich bei meinem Lieblingshobby. Golfen im Lager. Lange nicht gemacht. Schade. Ja, geh doch Sonntag. Verabrede dich doch mit
Simone. Ja, mal gucken. Genau. Also, weiter geht's mit den Erledigungen. Außerdem haben wir gerade noch unsere ganzen Lieferungen abgeholt bei meiner Mama. Und der Junge ist immer noch ganz verstört. Hat übrigens gerade eine neue Leine gekriegt aus den Lieferungen. Er ist da reingegangen, hat sich gefreut, die Leute kennenzulernen, und auf einmal haben die ihn gebadet. Und als sie ihn dann nass hatten, fand er die Leute gar nicht mehr so lustig. Und dann war es noch schlimmer, dann haben sie ihn geföhnt. Was hat er dann gemacht? Richtig geweint. Und dann war er ja schon fertig, er wurde ja nur gewaschen und geföhnt, ne? Wie heißt das? Waschen, kämmen, legen? Mehr waschen, ist es ja bei legen, ihm nicht, ja, genau. Bei den Mädels ist es ja ein bisschen mehr. Gut, weiter geht's. Tor zu, ja. Ja. Juhu, gerade kam der Anruf. Was für ein Anruf? Ja, was für ein Anruf, Herr Walewski? Das Kind ist da. Oder ja, was? Das Kind hat TÜV. Ja, ohne Mängel, Leute. Ohne Mängel durchgekommen, wir können ihn gleich abholen. Alles tippidi-top. So wollen wir das, oder? TÜV-Prüfer war vom Ausbau schwer begeistert. Und vom Auto auch, sonst hätte er ja keine Plakette draufgeklebt. Originalton, Herr Willems. So ein Dings hat er, so ein Selbstausbau hat er noch nie gesehen. Ja, auch wenn wir es nicht selbst waren. Aber, nee, aber, ja, aber halt nicht von der Ausbaufirma, sondern genau, von Leuten, die das können. Ne? Ach, wie schön. Jetzt holen wir die Mädels ab und dann holen wir Fred ab. Guckt euch mal die fluffigen Mäuse an hier. Die Lina ist ganz fluffig und ohne Unterwolle, alles rausgekämmt. Und dann ein Nacktfrosch, Lulu. Richtig kurz für den Sommer. Ja? Süß bist du. Bist auch gar nicht so dick, wie wir dachten. Es war alles nur Fell. Da haben wir ihn wieder. Und jetzt fangen wir mal an zu rödeln, ne? Umräumen, putzen. Jetzt geht's los. Leute, wir rödeln jetzt schon seit gestern hier rum. Das ist erstmal ein vorläufiger Schutz für das Sofa wegen der Hunde. Und haben euch gar nicht weiter mitgenommen, weil was soll ich euch in den Umzugsstress mitnehmen? Ja, ich filme gerade, Schatz. Warte mal, vielleicht sehen wir dich. Prost Kaffee. Prost Kaffee, wir trinken gerade einen Kaffee. Waren gerade im Baumarkt, wie das so ist bei Umzügen. Ne? Die machen wir noch Feintuning, Leute. Ja, Feintuning. Seid mal gespannt. Hier ist übrigens noch ein zweiter Kühlschrank. Ja, aber wir ziehen heute noch nicht ein, morgen. Heute rödeln wir noch weiter. Und Herr Walewski fremdelt. Nein, ich fremde nicht. Er traut sich noch nicht. Und lässt uns im Dunkeln stehen. Ja, und ich mag gerade draußen nicht so viel filmen, weil es ist, der Stellplatz hier ist so voll. Lolo. Aber sowas von voll, dass mir das dann doch unangenehm ist, weil ich würde sie dauernd alle mitfilmen. Das machen wir dann nicht. So, wir haben im Baumarkt gerade noch Spiegel gekauft, weil wir haben noch gar keinen Spiegel. Und wir machen einen großen Spiegel hier dran. Seht ihr was? Nein, wartet. Ich muss immer noch Schalter suchen. Also ein großer Spiegel kommt da dran. Und zwei kleine kommen hier auf das Grüne, um das Grüne auch ein bisschen abzudecken noch. Und dann können wir uns auch sehen. That's the plan. Kochfeld, wir brauchen noch Töpfe. Wir haben noch keine induktionsgeeigneten Töpfe. Ah, hast du den Finger wieder angehauen? Ja, es ist noch. Er ist voll top dabei. Mach doch mal Licht an. Ja, habe ich gerade schon. Hier grad top dabei mit dem Finger, aber es ist noch nicht hundertprozentig, ne? Sieht mal, ich bin in Fred. Ja, so cool. Kleben statt bohren. That's the plan. Ja, und jetzt sind wir ja ein bisschen eingeschränkt mit den beiden Hunden, weil wir die ja nicht zusammen in einem Auto jetzt gerade bei allen offenen Türen lassen können. Also habe ich jetzt ein bisschen weiter gerödelt. Jetzt gehe ich gleich rüber und dann kann Rico hier ein bisschen weitermachen, denn es regnet. Und wenn es regnet, können wir ja unseren kleinen Kalle nicht einfach so gemütlich rauslegen, wie wir es sonst praktischerweise machen können. Naja, na gut. So ist das manchmal bei Umzügen. Wetter spielt nicht mit. Herr Walewski hat Spiegel geklebt. Zufrieden? Ja. Ich auch. Ich find's cool.
Ja, also wir müssen uns ein bisschen bücken, aber das, wir wollten unbedingt den Stauraum, von daher ist das gar nicht schlimm. Und hat man sogar quasi Ganzkörperspiegel. Das finde ich schon cool. Die Toilette kümmern wir uns noch. Jo. Das wird was hier. Ich sage, das wird was hier. Oh, ich habe verstanden, was ist hier passiert. er hat die ganze Zeit Angst, dass seine Spiegel wieder runterfallen. Weil er die nicht fixieren kann. Kleben statt bohren ist nichts für Ricos Nerven. Guten Morgen aus dem Umzugschaos. Kalle unterhält sich mit dem Nachbarhund. Rico ist mal wieder im Baumarkt. So ist das halt bei Umzügen. Ich fange gerade an, umzuräumen und einzuräumen. Und muss sagen, Rico hat recht, es fällt einem überhaupt nicht leicht, Sachen aus Fredo rauszuräumen. Also ich freue mich total, Sachen hier reinzuräumen, aber jedes Stück, was ich aus Fredo rausnehme, ist schon irgendwie komisch. Weil da waren wir jetzt, haben wir jetzt so lange drin gewohnt, ne? Mal gucken, wie das alles wird. Wenn alles hier drüben ist, ist es wahrscheinlich ein anderes Gefühl. Ist echt Chaos gerade. Ja, aber auch schön, macht Spaß. Ich weiß es nicht. Einige Stunden später zeige ich euch dann auch mal den Herrn Walewski. Der heute nicht so viel zu sagen hat, weil er sich den Rücken verdreht hat gestern. Stimmt? Ja, stimmt. Und deshalb ist seine Stimmung nicht so filmswert, oder? Nein. Ich möchte nichts dazu sagen. Okay, verstehen wir. Wir rödeln weiter. Jetzt haben wir schon wieder 15 Uhr und sind auch gut vorangekommen. Aber so ein Umzug dauert tatsächlich, vor allem wenn man nochmal aussortieren will. Aber die Heckgarage haben wir jetzt soweit fertig. Rico hat alles drin, was wichtig ist. Ich habe hier vorne meinen Bereich, hier kommt noch ein Vorhang davor, wo ich so hingreifen kann. Das ist eigentlich super praktisch. Und ja, jetzt gibt es gleich Gewitter. Deswegen, man merkt es schon, wir haben jetzt draußen alles wetterfest gemacht, mein Schatz. Ja. Und dann... Ist das der Streueimer? Nee, der Streueimer ist im Badezimmer. Das ist der Mülleimer. Okay. Deswegen ist auch Müll drin. Verstehe. Ja, genau. Macht ja auch Sinn. Kalinski hat gerade schon Maße genommen vom Teppich mit mir, hat mir gut geholfen. Herr Walewski plagt immer noch der Rücken. Aber es nimmt langsam Formen an. Habe ich schon gesagt, Heckgarage haben wir eigentlich jetzt fertig, oder? Ja. Cool, weil das war ja dein Angstgegner so ein bisschen. Aha. Passt alles rein, was du ja, willst. Passt alles hier. Wir haben hier erstmal, weil das... Ich wollte das ein bisschen wohnlicher haben, ja. Habe ich Sisal reingelegt. Genau, hat er sich vorhin ein bisschen dran verausgabt. Obwohl, das war auch nur, weil du dir gestern den Rücken so blöd verdreht hast. Ne? Aber sieht besser aus als ohne, finde ich. Ja, finde ich auch. Bisschen schief, hat Gott lieb, oder wie das heißt. Uns egal, da ist jetzt die All Powers Box. Die müssen wir noch festmachen, dann muss Lulu da noch ein Bettchen vorkriegen. Die Sitzlösung ist ja auch noch nicht die endgültige. Wahrscheinlich nicht, nee, irgendwann gucken wir noch mal nach anderen Sitzen. Aber wir wollen jetzt ja erst losfahren. Den Tisch habe ich gerade mal installiert. Das ist auch sehr cool. Auch wenn man rein und raus laufen will, kann man den zur Seite machen, kommt man immer noch rein und raus. Kannst du auch so machen als Arbeitsplatte, wenn du da genau machst. Das ist ganz gut durchdacht. Sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Er muss nur, habe ich gerade festgestellt, hoch genug eingestellt sein, damit er hier rüber kommt. Ja. Sonst hast du halt Drehprobleme, aber der muss ja eh so hoch. Das ist doch cool, oder? Ja? Nein, ja, nein? Ja, ist aber kein Fredo. Den wird er auch nicht. Ach, da können wir noch Geheimfach unterm Kühlschrank machen. Ja, für was? Für ein Blatt Papier? Was ist jetzt hier mit? Was wolltest du? Ach, das sind die Handtuchstangen, ne? Ja, als 60er ist die zu breit oder du musst dir das mal angucken. Komm, das mal gucken wir jetzt nochmal. Lina erkundet gerade das Bett. Hat mal die Nase zum kleinen Fenster rausgehalten. Und jetzt will sie wieder runter wahrscheinlich. Sie braucht auf jeden Fall eine Aufspringhilfe. Wir testen das gerade, wie groß die sein muss mit der Trelino. Und es ist gerade sehr warm hier drin, ne? Und gerade gar nicht gelüftet. Ja, also jetzt nach dem Abendessen tüdeln wir hier noch mal ein bisschen weiter, beziehungsweise jetzt gerade ich. Und
Ja, es ist wirklich schön, das so langsam machen zu können. Sie ist ganz neugierig. Hast du einen neuen Ausguck? Ja. Komm, kannst auch aufs Sofa kommen. Jetzt wird das Sofa getestet, da lag sie gerade schon eine Weile. Alles neu, ne? Guten Morgen im Irrenhaus. Erzähl, was machst du gerade? Umziehen. Ich hasse Umziehen. Man ist so dran gewöhnt, dass alles schon ewig seinen Platz hat. Jetzt muss man neue Plätze suchen, ne? Ich will das auch gar nicht. Nein. Das soll keinen neuen Platz haben. Soll einfach schon fertig sein. Soll sein, wie es immer war, ein Schrank. Ja, jetzt muss man wieder nachdenken, wo man was findet. Aber das ist auch nur ein paar Wochen. Na, ein paar Tage wahrscheinlich. Das wird, glaube ich, sich auch schnell einfuchsen. Genau, aber heute ist finaler Einzugstag auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal das Badezimmer, Sachen da reinräumen und dann nachher noch die Küche. Und dann Hemd. Und dann haben wir es schon so ziemlich. Da ist er vollbracht, der Umzug. Am wahrscheinlichsten heißesten Tag der letzten Wochen. Lilinchen. Lina ist total gestresst, unsere kleine Stresshummel, weil sie schläft nicht da, wo sie sonst schläft. Hier geht das Flutlicht aus. Und hier hinten liegt der Rest der Bande. Guckt Fußball. Ja, auf dem Handy weiter. Weil wir waren jetzt zu müde, um die zweite Halbzeit noch drüben zu gucken. Ja. Von daher. Ich kann nicht hier hell und dunkel machen. Ja, Herr Velasquez hat einen Dimmer. Lulu ist auch noch ein bisschen irritiert, aber schon am Kuscheln dran. Du bist eh zufrieden, Hauptsache mittendrin und nur dabei, statt nur dabei. Und? Wie ist das Liegegefühl? Gut. Gut? Ungewohnt, ne? Ja. Ja, ist schon komisch, drüben das Licht auszumachen und dann hier zu schlafen. Ja, das ist schon. Ich bin traurig. Ja, es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich verstehe das alles nicht. Warum haben wir das gemacht? Ja, mal gucken. Ist ganz gemütlich. Ja, ne? Ist irgendwie so eine Kuschelhöhle. Auf jeden Fall. Sehr schick, sehr gemütlich, das Bett ist auf jeden Fall besser als das in Fredo. Ja, weil normales Lattenrost und so. Ja, ist halt ein Bett, ne? Genau. Ja, der Rest findet sich. Jetzt sind wir auf jeden Fall eingezogen und lassen den Rest mal auf uns zukommen, oder? Genau. Demnächst berichten wir ausführlicher und zeigen ihn euch auch nochmal, aber... Das können wir ja die nächste Woche schon mal testen. Genau. Bevor wir dann losfahren. Mhm. Vielleicht räumen wir dann schnell wieder um Donnerstag. Wer weiß. Aber das glaube ich nicht. Ich auch nicht. In diesem Sinne, sagt euch Kalle Tschüss für diese Woche. Tschüss. Wir haben im Moment nicht genug Material für 2 Videos die Woche. Nee. Zu viel zu tun. Und nächste Woche berichten wir dann weiter, wie es war. Wie die erste Nacht war. Wie wir zurechtkommen. Da oben ist eine Öse, da kannst du einen Hund festmachen. Ach, wie praktisch. Ja, auch die ist auch richtig stabil. Sehr gut. Weiß Bescheid, Kalinski. Also, schlaft alle gut. Gute Nacht. Bis nächste Woche. I got a lot of lessons left to learn. But I'm not even close. Through my inhibition, I've become quite sure that I love you the most.